Chuck. Games Workshop. Jammerwerteinstellung. Ja, damit begrüße ich euch recht herzlich zu einem weiteren Let's Play auf dem Kanal. Diesmal machen wir weiter mit Vermintide 2. Das läuft im Moment noch gleichzeitig mit dem Ende von der 1 quasi. Wir lassen jetzt gerade die 1 ausklingen und hiermit starten wir jetzt die 2. Wir sollen unseren Gamma-Wert einstellen. Im Moment 2,2. Was ist hier der Sinn der Sache? Bitte stell den Gamma-Regler so ein, dass das Logo von Vermintide 2 sichtbar ist und jedes Segment des Balkens darunter zu unterscheiden ist. Das passt eigentlich ganz gut. Aha, das wird schon ein bisschen dunkel. Die Frage. Ich schätze, wir lassen das mal einfach so, weil... wird schon passen. Okay, bestätigen. Oh, wir haben Audio-Optionen. Ich werde verrückt. Wähle die Option, die deiner Tonausgabe am besten entspricht. Beachte die Lautsprecherpositionierung oben. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Ja, auf jeden Fall Kopfhörer. Also ich spiele immer mit Kopfhörern. Ich hoffe, das ist dann für euch auch okay. Aber das werden wir dann sehen. So, aber schön, dass es eine Auswahl dafür gibt. Dynamikbereich hoch. Ja, genau. Der Dynamikbereich ist die Lautstärke-Differenz zwischen dem leisesten und dem lautesten Ton. Wähle hoch für qualitativ hochwertige Ausrüstung und für das Spielen in ruhiger Umgebung. Wähle niedrig für qualitativ minderwertige Ausrüstung oder für das Spielen in einer geräuschvollen Umgebung. Ich habe hier geräuscharme Umgebung und denke ganz okay Ausrüstung, von daher wähle ich hoch. There can be no victory. The darkness always returns. Legends tell that these words were spoken by Sigmar, the first emperor. Some believe he had a vision of what was to come. But Sigmar uttered truth, not prophecy. The darkness always returns. Always. When the Skaven conquered Ubersreich, the flame of defiance guttered. The Reichland should have been lost, but heroes arose, and the Vermintide was repelled. Desperate for revenge, the Ratmen struck a pact with the barbarians of the Chaos Wastes, the worshippers of the Dark Gods. Once again, the Reichland stands upon the brink. Once again, heroes are needed. And yet, in the very hour of victory, the saviors of Ubersreich were taken, seized by the treacherous foe. With every dawn, hope fades. After all, if the greatest can fall into darkness, what chance can there be for those who remain? Blimey! Aha, wir können uns schon umgucken. Eine wunderbare Maschinerie haben sie hier. Warhammer Vermintide 2. Das sieht mir sehr bekannt vor. My most
Bewegen, wer sie entkommt. Mensch, das klang doch verdächtig nach Gruba, soweit ich das gehört habe. Ja. Angreifen mit Left. Ja, das kennen wir doch schon. Blocken, wegschlagen. Das ist noch beim Alten geblieben. Ja, ob das so geplant war, dass unser Käfig hier runter fliegt, wahrscheinlich nie. Mach mal wieder einen Strich durch die Rechnung der weißen Ratte hier. Entkommen wir aus ihrer Falle. Die mal noch in der 1. I was just about to help you with that cage. What? Alicia? Yes, it's me. I'm here to help you escape. And with the Skittergate shaking up this place, the time is now. All right, but... You were on your way to being sacrificed, so you can thank me later. Now go, find the others. I have work to do. Alicia? Hello? So, Alicia will uns hier rausholen, weil sie wieder Arbeit für uns hat. Obwohl der Wirt dann auch mitgekommen ist, werden wir noch sehen. Ja, dann geht's wohl runter. Oh, toll, das geht ja gut los. Wer oder was bist denn du? Locken, right, ja. You're gonna pay for my cake. War's das, Kollege? Ah, da kommt leider der Nächste. Ah, ausweichen, okay. Jetzt bringen sie mir hier alles bei, was wir eigentlich schon kennen. Ah. Ah, da ist wie die Sturmratten vom Angriff her. Hier, immer auf die Rübe drauf, jawohl. Starker Angriff, haltet links, jawohl. Ja, das lohnt sich. Ah, zu langsam beim Blocken. Okay. Ich habe das Gefühl, das Blocken ist nicht mehr ganz so schnell wie früher. Haha, schön. Aber der Nahkampf ist immer noch so genussvoll wie früher. Was soll ich jetzt hier machen mit ihm? Hey, haut auf mich. Lustig. F, okay. Na, hier von hinten, okay. Oh, die fallen aber cool um. Schön. Also hier die Kleinen, wenn man die wegschubst. Das sieht echt gut aus. War also unsere Fähigkeit mit F.
Er hat jetzt so ein, wie so eine Charge-Ability, wie es aussieht. Also, ja, so sich durchrennt oder so. Bogen, bereits voll, Munitionskiste. Okay. Was machen wir jetzt damit? Schießen die ab, oder was? Okay. Alten Riot. Okay. Huch. Na komm. Ja, ich wollte F machen. Naja. Irgendwie wollte er, ne? Ah. Hm? Klang gerade, als wäre da links noch jemand gewesen. Munitionskiste. Reizvoll. Okay. Eskone, sollte man dem auf den Helm schießen, weil der... Wechselt die Waffe mit Q, okay. Habe ich zwar schon gemacht, aber macht nichts. Mach ich es halt nochmal. Ja, ja, du kriegst mich nie. Hallo. Wegstoßen. Halten right und left. Ja, wissen wir. Haben wir schon gemacht. Wegschubsen, wenn sie zu nah sind. Kennt man ja von Left 4 Dead schon. Ah, ein Fässchen. Trink mal erstmal ein. Hm. Schade, ich kann scheinbar nicht helfen. Haben sie dem wieder was... Haben sie dem was zu trinken gegeben? Ja. Ah, das war glaube ich nicht richtig. Mal gucken, ob das Ding kaputt geht dadurch. Fänd's lustig. Ja, wir müssen da erst runter. Aber es war vielleicht doch zu weit weg. Unser Fässchen. Hallo? Kinder da? George. Ja. Ach, da unten sieht man, wie sich der Balken für die Fähigkeit auflädt. Okay. Mensch. Los. Ach hier, was habe ich denn für eine geile Rüstung an? Ja. Ja. Heile dich, alles gut. Oh yeah, I needed that. Ein Bot, okay. Thanks, Zombie. Now, try that lever over there by the gate. Na klar, den Hebel, den ziehen wir doch. Ja, Besuch. Was? Ah, hängen geblieben. Ärgerlich. Schön, aber die Dicken hier, die scheinen schon was abzuhalten. Hm? Ja, oder was ist denn das? Ach, hier, unsere Elfe. Hey, sie ist tot. Sie hat eine kind of Portal für uns auf der Surface. One Eye ist bereits da. Und Sienna? Alicia! So, was ist das Imagining? Oben hat schon jemand ein Portal für uns gemacht. Wir müssen eigentlich bloß noch dahin. Der... Oh, sag schon. Der Hexenjäger ist auch schon da. Bin noch gespannt, ob wir die Hexe noch finden. Ah, die Potions sehen jetzt cool aus. Okay. Heiltrank. Nice, wie die leuchten. Was ist das? Ach, Munition, ja. Ja? Das braucht aber lange jetzt zum Explodieren. Ach, das ist ein Feuerfass. Aua. Geht aber weit. Fließt das runter? Hübsch. Oh, familiar sounds, mates. Vermin up here, bird. Aye, good. Ja. Good to see you on your feet, Sienna. Huh?
eh wiederbeleben. Ach, macht unser Zwerg schon. Na, wie siehst du aus? Du brennst ein bisschen. Bleib doch mal stehen. Werde dich dann wieder die ganze Zeit spielen, da weiß ich doch wieder nicht, wie du aussiehst. War schon hübsch. Also im Vergleich zu 1, da sah sie aus wie... Na gut, vielleicht sieht sie das immer noch, aber durch diesen Effekt ist es jetzt, sieht es jetzt ziemlich cool aus. Naja. Geh doch mal rüber. Oh, da hat schön gebrannt, da. Alles wegnetzen. Wow, von hinten. Ach, hier, komm, geh mal rüber. Was machen wir eigentlich? Wo müssen wir lang? Wieso? Was tun wir? Ah ja, hier, geh mal rüber. Wir müssen hier durch. Von hinten jede Menge, okay. Na, dann gehen wir mal schnell runter. Ah, nice. Na komm, rüber mit dir. Oh. Das Fass ist in die Luft gegangen. Ich weiß nicht, ob ich die Fässer mehr nutzen sollte, aber das ist ja jetzt hier erstmal Intro. Hier wurde ja nichts passieren groß. Ah, schön. Schöne Sicht hier. Gefällt mir gut. Ja, hier können wir wahrscheinlich raus aus dem Puff. Wunderbar, nix wie weg. So far, this definitely beats the cage. But then again, we're going up a bloody high cliff on a Skaven contraption. Ach cool, abgeschossen. Ja, da. Can we talk about that? I mean, this, a solid skin of date. Northlanders and Skaven together. Aber viel Munition hat der Kollege hier nicht, ne? Fast leer. Ah, wunderschönen Schnauze habt. Da müsst ihr euch mal das Porträt unten links angucken. Also es ist eine ordentliche Popelbremse. Ja, wir sollen zum Portal. Wir sind jetzt in Helmgard. Ah, hübsch hier. Machen auch schöne Atmosphäre mit ihren Maps, muss ich sagen. Sehen echt gut aus. Ja. Alessa ist die Fluchtfahrerin. Sie wartet auf dich, sobald die Mission abgeschlossen ist. Held wählen. Ja, das wissen wir ja schon. Wir haben den, wer ist das? Gruber ist das, glaube ich. Unser Freund, der Gruber. Ach, da unten steht's. Aha. Bardin, der Zwerg. Herillion, die Elfe. Wir haben Viktor, den Hexenjäger. Und Serena, die Feuermagierin. Ich nehme natürlich wieder meine Feuermagierin. Passive Fähigkeit. Weiß ich nicht. Kann ich? Gibt's keine Beschreibung. Berufsfertigkeit. Ja, ein schönes Symbol. Freigeschaltet mit Level 7. Aha. Ah, okay. Das Aussehen. Na, das sieht schon aus. Okay, fangen wir mal mit ihr an. Ah, da sind wir scheinbar durchs Intro tot. Durch. Tot. Bump. Von daher würde ich sagen, das war jetzt erst mal wahrscheinlich dann die erste Folge. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Das spielen wir dann wieder im Koop mit meinem Bruder. Und eventuell gelegentlich auch mit meiner Frau.
Aber das werden wir noch sehen. Von daher bedanke ich mich erstmal und bis zur nächsten Folge. Ciao.